Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Indie Games. Dieses Mal das Spiel Human, also Mensch. Auch dieses Spiel habe ich auf itch.io runtergeladen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist wieder mal ein kleines Horror-Indie-Game und wir drücken Start. Den Text da unten könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich wollte ihm nicht in den Text quatschen. Leute, kleiner geht ein Text nicht mehr, oder? Also ich weiß nicht, was man da für Superaugen haben muss. Ich habe es nicht geschafft, mir den durchzulesen. Wir latschen hier durch irgendeine Schneelandschaft. Oh, wir können sprinten, das ist sehr schön. Das geht doch deutlich schneller. So, kurzer Blick, ob die Aufnahme läuft. Okay, okay, wir haben eine Kamera. Wir können zoomen, sprinten, springen. Können wir auch crouchen? Nö, crouchen können wir nicht. Und wir können Türen benutzen. Oh. Wieder einmal sehr, sehr atmosphärisch. Ich würde sagen, wir gucken immer erstmal, bevor wir irgendwo in irgendwas Flashlight? Gut. Genau. Wir gucken immer erstmal, bevor wir uns in irgendwas reinstürzen. Okay, das sind nur unsere Schritte. Habt ihr das auch gehört? Ich hoffe, das ist unser eigenes Atmen und... Okay, hier kommen wir rein. Scheint das IT-Lager zu sein. Design für Windows 7? Sehr schön. Bitte keine Schleichwerbung. Nein. Warte mal, ich glaube, das da. Alter. Oh, ich bin nervös. Okay, das kriegen wir nicht aus. Hier geht's. Zeta-Sektor, Keycard required. Natürlich haben wir noch keine Keycard, die müssen wir uns erstmal irgendwo zusammenstehlen. Okay, wow. Da liegt ein Tablet. Hallo, ich möchte das. Kann ich das lesen? Notes. Wenn ihr es lesen wollt, drückt Pause, lest es euch durch und ihr könnt mir nachher sagen, was da drin stand. Oh. Ist das die Keycard? Collected. Ich möchte hier trotzdem mal noch weiterschauen. Aber hier kommen wir nicht durch. Okay. So, dann wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen. Und auf Rückwegen passiert meistens irgendwas Unvorhergesehenes. Zum Beispiel, dass hier auf einmal irgendwelche Schränke rumstehen. Listen. Die Tür ist zugestellt jetzt mit Schränken. Okay, also raus kommen wir gar nicht mehr. Das ist kein gutes Zeichen. Alter. Also für heute ist das definitiv... Störung? Für heute ist es definitiv die letzte... Die letzte Aufnahme, die ich mache an Indie-Horror-Game. Hä? Was ist denn hier los?
Don't ignore me. Nö, nö, ich würde ich nie machen. Alter. Da hängt jemand. Hier hängt überall jemand. Was ist denn hier los? Nochmal zu. Und ich glaube, da hinten gibt es einen Bluescreen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist wieder ein Tablet. Notes. So, warte mal. Pause machen, durchlesen. Weiter geht's. Okay. Ja. Eindeutigen Virus. Da atmet jemand schwer. Ja. Ein Bluescreen. Bitte mal die IT anrufen. Okay. Alter. Das ist doch nicht normal. Die Tür ist versperrt, oder? Können wir das Ding wegschieben? Nö. Ich glaube, wir sind in dem Raum hier noch nicht fertig. Ah, okay, wir müssen die Treppe hoch. Und da oben wird das Grauen auf uns warten. Es ist wirklich ein Grauen, überall Bluescreens. Sieht nach verdammt viel Arbeit aus. Oh Mann. Okay, wir sprinten einfach mal. Alter, mach doch sowas nicht mit mir. Ich. Täter? Die haben wir doch. Oh Mann. Oh. Ich. Liebe Entwickler, bitte macht die Texte etwas größer. Alter. Was sind denn das hier für Stück? Okay, da war ein Genie am... Okay, dann halt. Alter, was ist denn hier los? Hier ist nichts, wie es aussieht. Notes. Oh, the frequency interference continues. We have not done any work for the past 4 days. No one has left. For some reason I feel... sleep has been... Oh, man, 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 man. What is this? Okay, oh, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so leise rede. Ich bin... Schränke. Schränke, die vorhin nicht da waren. Aber ich glaube, das war vorher auch ein ganz anderer Flur. Okay, da ist eine Keycard. Alpha-Sektor. Aber an der Tür stand gerade Theta, oder? Hallo? Hallo? Oh, Leute, was ist... Was ist denn das hier? Ich... Da wird man ja blöd. Alpha-Sektor, okay. Ich bin so angespannt. Hä, waren wir hier nicht gerade? Theta-Sektor, okay. Notes, a door. It's a door we've opened. It's a Portal, okay. Ich glaube, hier haben wir es mit höheren Mächten zu tun. Wo geht's hier weiter?
Hier nicht. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Ich glaube, ich renne einfach nur noch. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte wirklich nicht mehr heute. Steht da jemand? Oder ist es ein Schrank? Oh. Ich möchte wirklich nicht mehr. Ab in die Dunkelheit. Ich glaube, ich laufe nur noch im Kreis. Was ist das? Ist das etwa ein Rätsel? Das leuchtet ja immer stärker. Okay. Hä? Jetzt peile ich gar nichts mehr. Hä? Ah. Ein Tablet. It feeds. Come for my soul. Our soul. Soul is not safe. Any soul, all soul. Gut, ich glaube, da hat jemand ganz tiefgehende Probleme. Okay. Also, wir gehen hier durch. Dann sind wir hier. So. Jetzt gehen wir hier durch. Jawohl. Nee, hat nicht funktioniert. Oder? Warte mal. Nee. Also nochmal. Das scheint jetzt ein kleines Rätsel zu sein. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel uns sowas auch noch bietet. Okay. So, hier sind wir jetzt gerade eben und das hat nicht funktioniert. Also gehen wir wieder zurück. Das funktioniert auch nicht. Ah, vielleicht in die Richtung. Warte mal. Jawohl, das hat funktioniert. Okay. So, jetzt sind wir hier. Gehen wir in die Richtung. Hat auch funktioniert. Okay. So, von wo sind wir jetzt gekommen? Sind wir von da? Von da sind wir gekommen, gell? Also so. Warte mal. Brought this. You did it. I did it. We did it. Don't you think I know? Oh, Leute, Leute, Leute. Human. Ein Indie-Game. Schaut's euch einfach mal an. Okay, ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst. Lost Souls says goodbye. Oh, bitte ist das Ende. Bitte ist es das Ende. Ende, Ende, Ende. Baum? Ich hoffe, das ist ein Baum. Was ist denn das jetzt? Oh Mann. Ist das richtig, was wir hier tun? Closer, ja. Ich... My name is... Oh Gott. Human. Alter. Okay. Ja, wir sind durch. Ich bin durch. Und ich glaube, für heute war es das auch erstmal mit Horroraufnahmen. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, einen Kommentar da und ein Abo da. Empfehlt meinen Kanal einfach weiter und vor allem schaut euch die Indie-Games auf itch.io an. Unterstützt die kleinen Entwickler. Ja, wie immer, ich muss mir erstmal den Schweiß vom Rücken runterflexen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und
Ciao.